Herzlich willkommen, seid gegrüßt, moin moin, liebe Leute, noch eine Folge auf die Twitch-Livestream-Zuschauer auf den Donnerstagabend, dann geht's erst am Sonntag wieder weiter. Was machen wir heute? Ja, wie ihr seht, wir sind mal wieder mit ein paar Paletten unterwegs, vorne kommt schon die Meldung, Arbeit beendet, das müsste die Giftspritze sein. Die müssen wir dann am Hof auffüllen, beim Separator, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Herbizide und ja, mit dem wollen wir zur Brauerei, zu den Paletten, das können wir aber eigentlich schicken, muss ich nicht mit komplett fahren, das schafft er alleine. Hier werden noch zwei Bahnen Luzerne gemäht, dann ist das Feld auch fertig. Hier sind wir gleich fertig auf Feld 66 mit einer schönen großen Düngermission. Da kommt ordentlich Geld rein, brauchen wir. Und hier wird gedüngt. Er ist fertig, genau. Mit 467 Litern brauchen wir gar nicht erst anfangen auf dem neuen Feld 29, meine ich, war das. Das heißt, wir fahren mit dem jetzt erstmal zum Hof. Habe ich nicht auch Separator eingerichtet? Nicht beim Einkaufen, ne? Wenn denn unter Standard. Separator Gülle. Dann gucke ich aber noch mal kurz. Ich hatte das noch nicht abgeholt, ne? Weil jetzt bin ich so wieder verwirrt und denke so, habe ich das nicht vielleicht schon abgeholt? Gewächshaus seht ihr, ne? Ganze Nacht durchgelaufen, nur 1000 G-Sorte. Blumenkohl, Rotkohl, Himbeere haben wir immerhin schon fast eine Palette zusammen. Aber es ist halt, wenn man von allen möglichen Mischen produziert, dann haben wir später aber eine schön bunte Mischung auf jeden Fall. Unkraut, Unkraut, Unkraut. Wollte gestriegelt werden, aber Striegelmission machen wir nicht. Ich wollte gucken, ob wir im Separator noch. Wie haben wir denn? Aber viel Schweinefutter. 180.000, da können wir zweimal holen. Separator läuft ja schon länger nicht mehr. Auch da haben wir noch die 5500 Liter. Das ist schick. K.O. Holstein kann man mitleben. Das denke ich dann auch. Okay, dann passt das. Ja, mit dem machen wir diese Sämaschine ran. Ne? Wir müssen das ja schon mal vorbereiten, denn am Sonntag muss alles Mögliche wieder parallel laufen. Felder müssen angepflanzt werden. Holz muss weitergemacht werden. Ganz bisschen Dünger kann hier noch rein. Hopfen wollten wir da hinten anpflanzen, da oben Hirse. Dann würde ich jetzt erstmal auf die Hirse gehen, wa? Feld 35, müsste 35 sein, oder? 36, ja genau, 35 kommt voll mit Hirse. Und wahrscheinlich auch die 8. Und die 12 machen wir wieder vielleicht doch wieder mit Körnermais. Müssen wir mal gucken. 8 ist ja ein bisschen größer. Wenn die 23 dann noch mit Hopfen voll ist, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Der aber auch wieder einen Umweg fährt, wa? Aber von der anderen Seite haben wir nicht angebunden, deswegen kann er da nicht rumfahren und ist einmal rundherum gefahren. Der kann erstmal zum Hof. Und du bist das. Stopp, stopp. Feld 66 ist fertig, dann geht es weiter zu 72. Auf jeden Fall haben wir jetzt in diesem Moment kein Problem mehr, ne, dass wir ins Minus kommen. Da wir mit Düngen 66 gutes Geld verdienen. Den 50 ist angekommen. Die Spritze ist auch am Hof, am Separator angekommen.
Zerne. Bein ist bald fertig. Bin gespannt, wie viel wir dann danach wieder am Lager haben. Ist eine schöne Menge. Ja, 73.000 bringt das. Das ist alles Geld für uns, was wir nicht für Schuldentilgen nutzen müssen. So, Spritze voll, das passt ja sogar noch. Passt ja gar nicht so viel rein. 4.600 Liter. Dann mal weiter zu 29. Oh, ihr habt da keinen Spielsound, oder? Gute Nacht, danke. Also, passendes Wortspiel, der MB-Truck auf Spritztour. So, die Tour machen wir gleich weiter. Hier, ja, würde ich jetzt heute nicht mehr anfangen. Würde ich jetzt eher noch mal ein paar Paletten hier verteilen. Alle Paletten loswerden. Die Brauerei hat ja auch noch gut zu tun, also los weg damit. Kommt die Brauerei oben rein mit Hopfen. Die Brauerei braucht Hopfen in 2 Tagen und also wird natürlich nichts. Kommt natürlich darauf an, wie lange wird noch Bier produziert. Hirsemalz, Weizenmalz, Gerstemalz. Aber wir haben also Gerstemalz und Weizenmalz werden wir noch haben, ne? Aber Hopfen nicht in der Menge. Na, ist dann so. Wäre ja auch zu schön, wenn wir das schon ein Jahr durchlaufen lassen könnten. Also, wir merken, wir brauchen ein bisschen mehr Hopfen. Schön ist, wenn man hier ist zum Leerpaletten wegbringen, kann man jetzt einfach nebenan bei der Pelletsproduktion vorbeifahren und Pellets laden. Müsste ich jetzt nur noch mal gucken, wollten wir auch nicht zu sehr außer Acht lassen, ob das tatsächlich sinnigerweise mit soll zum Baumarkt oder ob wir die Pellets nicht besser irgendwo anders verkaufen. Also wenn da große Unterschiede sind, sollte man das ja lieber irgendwo anders verkaufen. Holzpellets tatsächlich beim Gärtner aktuell am besten. Heupellets wäre am Baumarkt am besten. Strohpellets ist kein nennenswerter Unterschied. Also nehmen wir Heu und Stroh mit. Heu und Stroh nehmen wir mit. Heu und Stroh nehmen wir mit. Die anderen lassen wir einfach, ne? Das wird dann irgendwann eine größere Ladung. Schönen Abend noch, danke gleichfalls. Wir werden auch nicht mehr so viel schaffen heute, aber die Ladung wollen wir noch, ne? Was ist denn jetzt hier? Ist es echt nur alles Unkraut? Unkraut, ganz viel Unkraut. Wenn wir es dann schaffen, die beiden Felder zu kaufen, ne? Hier nochmal das Zuckerrohrfeld und noch das andere, dann hätten wir aber Zuckerrohr für die Zuckerfabrik auf jeden Fall für ein Jahr. Ne? Vielleicht sogar mit Schichtbetrieb über die größte Zeit. Das wäre schon gut. Aber dann haben wir Hammer für Zuckerrüben zu ernten. 3 Felder. Ne? Reicht ein Zuckerrübenrohr dann nicht mehr so wirklich. Dann brauchen wir eigentlich 2
bei Roderketten. Sollen wir den nicht nochmal schnell hier bereit machen zum Spritzen? Wenn er ist ja auf Spritztour, ne? Dann soll er das auch tun. Ob 29 Spritzen waren wir noch nicht. Waren wir mit 33 Meter waren wir hier. Könnten wir wieder nehmen, aber ich glaube, dann bleibt er hängen. Also ich würde es dann nochmal neu kalkulieren, einfach mit 40 Meter, ne? Am anderen Ende wahrscheinlich, ne? Sein Startpunkt. Da hinten ist der Startpunkt. Runterladen, ausschneiden und den Mod-Ordner einfügen. Das geht bei mir. Das andere ist nicht meine Welt. Das ist aber auch echt nicht schlimm. Also das Video dazu kommt am Sonntag auf YouTube. Ne? Das kann man 1:1 fast nachmachen. Das ist auch nicht schlimm. Ansonsten heißt es natürlich, ja, das wäre natürlich dann das Schlimme. Ne? Neu anfangen oder halt auf dem alten Stand bleiben. Das kann natürlich dann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist dann so. Aber ansonsten, der Safe-Game-Converter ist echt easy. Nicht schlimm. Hat Achim gut programmiert. Man muss den nur einmal eben packen und dann den starten. Dann wählt man den Ordner aus, wo das Safe Game ist. Und das ist da, wo auch die Mods sind. Ist ja auch der Ordner mit den Mods. Eine Ebene, auf einer Ebene, wo der Ordner mit den Mods ist, sind die Ordner mit den Safe Games. Safe Game 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer. 6, 7, 8, 9, 10. Welche du schon angefangen hast. Kannst theoretisch auch einfach suchen. Safe Game 1 müsst ihr dann eigentlich auch finden. Ich weiß gar nicht, wird es 01 benannt? Das würde ich jetzt nochmal gucken, bevor ich was Falsches erzähle. Mods, Farming-Simulator. Also wenn du einfach nach Safe Game 1, Safe Game 2 suchst, dann müsst ihr auch den Ordner finden. Dann wüsstest du schon mal, wo der Pfad ist. Ist auch eigentlich nicht schlimm. Bei 900 Stunden würde ich auch nicht neu anfangen. Never. Aber du hast auch schon krass viel geschafft bei 900 Stunden. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt noch holen können. Ne? Also wir machen mit Papier voll, weil Papier haben wir aktuell selber noch nicht so im Verbrauch. Das ist aber nicht viel, das sind nur 6 Paletten. Karton haben wir wahrscheinlich am letzten Tag verteilt. Und auch nicht so viel. Ach, Klopapier, ne, Karton wollte ich, ne? Aber ansonsten arbeitet die noch gut, ne? Alles da. Wasser ist gut gefüllt, alles schick. So, dann würde ich sagen, machen wir für die lieben Twitch-Zuschauer, die bis jetzt durchgehalten haben, zum Abschluss des Abends noch eine kleine, was ist denn das hier, Vorhersage oder so, ne? Vorhersage verwalten. So, ich habe leider selber auch nicht mitgezählt. Wie viel Geld bringt die Ladung inklusive Umweltbonus? Glaubt ihr, das sind mehr als 475.000 oder sind es weniger als 475.000? Gebt eure Kanalpunkte aus, tippt gerne mit und das wird so ungefähr die letzte gute Tat sein für heute. Nochmal den Skontostand wieder auf ein anderes Niveau hochbringen. Damit wir dann das nächste Feld wirklich ins Auge fassen können. Dann müssen wir nochmal eine schöne Tour fahren. Wir können gleich nochmal gucken, was das dann wäre. Ups, das hat aber auch Gewicht. Das merkt man. Also der kommt leicht ins Schaukeln. Also, wir haben dann noch, ich gehe mal kurz einmal im Schnellmodus die Produktion durch.
Sind ja schon ein paar, ne? Also Bier haben wir schon gesehen. Also es sind auch jeweils 6, beziehungsweise dann 7 Paletten. Dünger, ja gut, Flüssigdünger in der Menge brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wobei, ja gut, ich weiß gar nicht, habe ich das Gewächshaus komplett voll gemacht? Ich glaube, ich habe das voll gemacht, ne? Würde man also auch ein bisschen was verkaufen. Silage müsste mal rüber zur Biogasanlage. Das kann sogar bald Sinn machen. Fischer, ja, Scholle, Hering, das ist alles nicht groß viel. Das wissen wir bei dem Gewächshaus, ist nicht viel zu holen. Kompost können wir ein bisschen was verkaufen. Hefe, die Hälfte locker auch von der Hefe könnten wir verkaufen. Und Siliermittel, 27.000 ist auch eine ganze Menge. Da reden wir auch schnell über, weil sie nicht 200, 250.000 Einnahmen. Die Obstplantagen, da ist noch nichts, was sich lohnt. Wegen 2 Paletten machen wir den Spaß nicht. Und die Holzpellets könnte man dann noch speziell wegfahren, ne? Ja, Sägewerk haben wir schon gemacht. Feldstoff hätten wir noch, Klopapier. Und puren Zucker und Rübenschnitzel. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Gravierendes. Nichts, was jetzt mengenmäßig so wie diese Ladung uns weiterbringt. Ich glaube, das bringt gutes Geld hier. Blei. Blei ist das, was du aus dem Graben rausbaggerst. Und Erde ist das, was man in Zukunft aus dem aus der Sand hier Kiesgeschichte rausbaggert. So, die meisten glauben, es sind mehr als 475.000. Das selber eigentlich nicht mit der Umfrage. Nochmal kurz. Ja, genau, das machen wir dann auch noch. Da müssen wir ja noch Feld 4 und 5 machen. Das hatten wir doch neu gemacht, ne? 4, oder? Ja, das ist schon das neue Feld. Direkt an der Ecke startet er. Aber dann auch erst am Sonntag, ne? So, Lohndienstleistung auf 16 ist abgeschlossen. Zu 72 habe ich ihn nur geschickt. Ach, der ist aber auch so gut wie leer. Wo ist denn der ganze Dünger hin? Auf 66 geblieben, ne? Damit brauche ich hier ehrlich gesagt nicht wirklich anfangen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal einen Dünger, auch dann am Sonntag, ne? Einen Düngerkurs einrichten für Hof. Wir können es am ersten Wegpunkt nochmal anfangen. Wenn wir die schon passend hinfahren, müssen wir nur noch auf Start drücken am Sonntag, dann ist das schnell gemacht. Und dann können wir uns den Seilwinden annehmen. Dann werde ich wahrscheinlich doch die Zeit erstmal auf 1 runter machen, damit wir hier alles schaffen im April. Zur Not haben wir halt den 2. April-Bereich und die 2. April-Hälfte ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller spulen. Gut, dann lass uns mal den Verkauf tätigen. Hm. 475.000 sollen das werden, hoffentlich. Bei knapp 100.000 sind wir gestartet, also müssten wir schon fast bei 600.000 landen. Das wird knapp. Forst, danke. Werde ich heute aber nicht mehr machen. Aber die nächsten Tage dann. Ja, so viel Geld ist es leider nicht, ne? Auch ein bisschen mehr erhofft. Aber ist trotzdem gut. Es reicht noch nicht ganz fürs Feld. Aber wir sind nah dran. Sind eher so 400.000 gewesen. Schade.
380.000. Ist auch nicht schlecht. Wir waren ein bisschen verwöhnt, glaube ich, in der letzten Zeit. Glückwunsch natürlich an die, die gewonnen haben. Ergebnisse wählen. Es waren leider weniger als 475.000. Weniger als 475.000. 151.000 Punkte werden wieder andersweitig verteilt. Glückwunsch. Sorry für die, die auch so wie ich gehofft haben, dass es mehr wert ist. Aber man kann sich dann auch mal verschätzen. War eine sehr, sehr volle Ladung, aber halt nicht so viele hochpreisige Produkte. Und von daher eben auch nicht ganz so viel Geld. Aber trotzdem ja nicht schlecht. Ne? Also jetzt noch diese paar Düngermissionen und schon haben wir das Geld. Noch zwei, wie gesagt, kleinen Produktverkauf und alles ist schick. 77 und 72, die beiden zusammen sind auch nochmal 80.000. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Abend noch, angenehme Nacht, Ruhe. Bis streamtechnisch gerne Samstagabend Matchmap Start. Ne, für die Livestream-Zuschauer, Samstagabend Matchmap Start. Mal gucken, wie die anderen Teams ins Rennen gehen, gucken, wie wir ins Rennen gehen. Ich bin gespannt. Wird bestimmt ein spannendes Rennen um die goldenen Kühe. Mal schauen, wer es denn schafft, nachher die meisten für sich ins Regal zu kriegen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ja, hier in dem Projekt geht es am Sonntagabend weiter. Ne? Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.